Herr Doktor, nicht was Sie staunen, dass ich den Mut hatte, zu Ihnen zu kommen. Wird's wehtun, Herr Doktor? Aber nein, ihr könnt ja einem so schönen Mädchen wehtun. Heute ist die Zahnheilkunde so vorgeschritten, dass die Behandlung zum Vergnügen wird. Ich probiere nur bei Jazzmusik, extrahiere Zähne nur mit Lachgas. Hören Sie, hören Sie. Das ist schön. Da möchte ich gleich tanzen. Aber nicht wehtun, Herr Doktor. Aber nein, diese Angst haben die jungen Damen nur dann, wenn sie das erste Mal diese Prozedur beim Zahnarzt durchmachen. Aha, das erste Mal muss es wehtun. Muss, nein. Man darf halt nicht wie ein Bauer so derb anfassen. Leicht und zart die Lippen öffnen vom Mund so, bis man das kleine Lücke gefunden hat im Zahn. Bis jetzt tut es gar nicht weh. Darf auch nicht weiter wehtun, besonders wenn das kleine, schöne Fräulein so brav wie bisher sich haltet. Jö, was ist das für ein Riesenzahnstocher, den Sie da nehmen? Das ist mein Bohrer, aber nur keine Angst. Nein, Herr Doktor, nein, nicht, das wird sicher wehtun. Aber mein Fräulein, was denken Sie? Ich werde ganz zart mit dem Bohrer hineinfahren, bis ich in dem kleinen Lückerl drinnen bin. So, na, tut das weh? Nein, Herr Doktor, jetzt ist es eine Spielerei. Aber nein, weiter erlaube ich nicht. Aber Fräulein, wenn ich einmal ganz drinnen bin, ist ja schon vorbei. Du wirst dann nur mehr die Plombe hineingedrückt. Nein, jetzt nicht. Na, also gut, liebes Fräulein, holen Sie sich ein wenig und sehen Sie mir zu, wie ich einem Herrn, der schon lange wartet, einen Zahn mit Lachgas ganz schmerzlos ziehen werde. Bitte, mein Herr, nehmen Sie Platz. Also, welcher Zahn tut denn eigentlich weh? Aha, ja, ich sehe schon, dieser hier. So, und nun atmen Sie jetzt das Lachgas ein, recht tief atmen, bitte. Das ist ja so, wie wenn an einer kitzeln mich. Herr Doktor, wann nehmen Sie mir denn den Zahn hinaus? Aber da ist ja schon der schlechte Zahn. Aber Herr Doktor, das hat gar nicht weh da. Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Na sehen Sie, ich bitte im Nebenraum gut auszuspülen. Und nun, mein Fräulein, werde ich Ihnen die Plombe hineindrücken, damit das Lücken ganz gut ausgefüllt ist. Nur schön ruhig halten. So, na also, hat's wehgetan? Nein, gar nicht, Herr Doktor. Das dürfen wir alle Tage machen. Morgen komme ich wieder, bis ich alle Lichter und Ausfüllkopf in meinen Mund. Mit dich und endlich, Fräulein. Auf Wiedersehen, Fräulein.